mich. Ist das... Ich dachte, der ECO 15 Supercomputer wäre alles, was Sie brauchen. Ich habe die Serumsequenz abgeschlossen. Sie ist einsatzbereit. Aber sie weiß nicht, woran sie arbeiten soll. Ich muss sie mit einem Strang von General Cross DNA programmieren. Lassen Sie mich raten. Nur ich kann sie finden, und zwar in einer schwer bewachten Basis voller durchgeknallter Monster. Nun ja, in der Tat. Sie können Gedanken lesen, was? Nein, ich erkenne nur ein Muster. Wie amüsant. Die gesuchte DNA wird in der alten Genforschungsstation der Obrigkeit aufbewahrt, wo der verruchte Dr. Bendross seine ekelhaften Experimente abzieht. Dort wird die DNA der gesamten Obrigkeit gelagert. Auch die von Cross. Sie nutzen die Einrichtung bestimmt wieder für ihre Projekte. Aber sie werden sich ja, wie sagten Sie, den Weg freischießen. Das ist mein Job, mir den Weg freizuschießen. Ja, ich weiß. Darum sind Sie auch bestens dafür geeignet. Sie wissen, wie man sich den Weg freischießt. Sie wussten, ich würde... Ja, bis später. Sag Tschüss zum Reisebein. Ich nähere mich jetzt der Genforschungsstation in der Dünensee. Wunderbar.
Hören Sie zu. In ein paar alten Protokollen steht, dass die Obrigkeit im Fall einer Krise feindliche Arkisten für ihre dortigen Experimente verwenden wollte. Ich kann nichts versprechen, aber kann sein, dass sie ihre Leute aus Weinland dahin gebracht haben. Dann darf ich keine Zeit verlieren. Hab sie. Ja. Sachen der Obrigkeit, ich bin wohl richtig. Doc, geschafft, ich bin drin. Wunderbar. Suchen Sie jetzt die DNA-Banken. Und vielleicht die Leute aus Weinland. Vielleicht. Ich habe sie gefunden, genau wie sie sagten. Hier ist ein ganzer Haufen meiner Leute und sie leben. Habe ich mir schon gedacht. Ihre Biomasse wird für das Projekt Persistenz genutzt. Bringen Sie sie da raus. Und wenn das nicht geht, töten Sie sie. Wie viel? Die sind zu wertvoll für unseren Feind. Denken Sie wirklich, ich würde so etwas tun? Für ein Genie sind Sie ganz schön dumm. Hallo? Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Wenn Sie die nicht retten können, töten Sie sie. Hallo? Ein Ranger! Ein echter Ranger! Verdammt, ja! Die Ranger sind da! Thank you.
mich aus. Ist hier jemand? Hey, ich werde dich hier rausholen. Du willst mich aussaugen, oder? So werde ich dich krepieren. Ranger? Ja, richtig. Was haben die mit dir gemacht? Sie haben einen nach dem anderen durch die rote Tür geführt. Oh Gott, ich bin der Nächste. Was ist dahinter? Sie führen sie durch die rote Tür. Alle gehen da durch. Keiner kommt wieder raus. Keiner. Hau ab, auf dem Weg, den ich gekommen bin. Ich setze dem ein Ende. Vielleicht kann ich da ja mitfahren. Wird schon schief gehen. Hier. Ich glaube, hier werden die Klone erzeugt, die Sie erwähnt haben. Dieses Projekt Persistenz. Ja, deine Annahmen waren mal wieder richtig. Bringen Sie mir eine Probe der DNA des guten Generals, damit ich dieser Obszönität ein Ende setzen kann. Ich gehe rein und schaue mich um. Ja. Nutzloser Protégé. Sie zu töten war so unbefriedigend. Mit dir lasse ich mir mehr Zeit. Ich genieße jeden Moment deines Schmerzes. Dann leg los. Deine Mühen sind umsonst!
Zeit verschafft. Nutzloser Protégé. Ich sterbe. Ich erwache. Neu geboren. Meine Pläne sind schon sehr bald vollendet. Willkommen auf der Welt, Neuer. Du und ich, wir werden uns wiedersehen. Ich habe hier eine ausreichend große DNA-Probe. Ich bring sie Ihnen. Exzellent! Ich kann es kaum abwarten, Hand daran zu legen. Als einzige übrig? Ja, die meisten wurden schon verarbeitet. Zu Biomasse für die... Hey! Thank you.
Hier ist sie, die DNA-Probe. Immer schön mit Köpfchen arbeiten. Dieses Wortspiel war bestimmt verlockend. Gedanken sind ja offensichtlich frei. Aber nicht, dass uns der Schädel platzt bei all dem Kopfzerbrechen. Das ist wirklich die Krönung des Ganzen. Also, geben Sie die Probe in den Extraktor. Sehr gut. Ich extrahiere die DNA aus der Probe. Ja. So, das Serum ist fertig. Und es wird diesem Projekt persistent. Es fehlt nur noch ein Puzzleteil, um Projekt Dagger abzuschließen. Sprechen Sie mit John Marshall in Gunbarrel. Er hat, was Sie brauchen. Das dürfte kein Problem sein, Doc.